Hallo Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf vom Kanal. Und ja, das ist heute ein kleiner Real Talk in gewisser Maßen mit euch. Und zwar möchte ich ein paar Sachen ansprechen. Und zwar geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass ich ja vor kurzem die 5000 Abonnenten habe. Inzwischen sind schon fast hier 5200. Also ja, dafür ein sehr großes Dankeschön. Freut mich wirklich sehr. Einige haben jetzt auch schon gefragt, beziehungsweise mir gratuliert und haben jetzt alle schon geschrieben, ja, herzlichen Glückwunsch zu 5000 Abonnenten. Hast wirklich verdient. Darüber habe ich mich sehr gefreut, dass ihr es auch selbst so ein bisschen gemerkt habt. Und ja, vor allem in letzter Zeit freue ich mich sehr, dass da so viele Kommentare auch unter den Videos kommen. Die beantworte ich eigentlich immer fast alle. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt oder auch Anregungen oder auch irgendwas Besonderes, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich kümmere mich eigentlich darum, dass ich immer alle Fragen so gut es geht beantworte. Weil ich finde einfach, auch wenn man eine größere Anzahl an Abonnenten hat, auch wenn es dann irgendwann mehr Kommentare gibt auf einem Video, finde ich immer noch so, sollte man die eigentlich beantworten, das ist jetzt meine Meinung nach, weil, ja, dann seht ihr einfach auch, dass ich auch sowas lese, falls ihr irgendwas habt, dann, ja, könnt ihr einfach eure Fragen oder was auch immer ihr mir stellen wollt, einfach in die Kommentare schreiben und ich werde das dann auch natürlich beantworten. Und ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, kommt irgendein Special und wenn ja, was kommt als Special? Ich habe jetzt mal so überlegt, was kann man so Besonderes machen? Ich habe jetzt nicht so daran in die Richtung gedacht, irgendwas verlosen oder sowas oder irgendwas anderes, was vielleicht schon mal ja jeder irgendwie gemacht hat. Ich habe jetzt mal so gedacht, ich weiß, auf meinem Kanal gibt es bis jetzt noch nicht so viele Sachen, die man zu einem Best-of zusammenschneiden kann. Aber ich habe mir überlegt, falls da irgendjemand von euch Spaß dran hat, so etwas zusammenzuschneiden oder auch sich damit ein bisschen auskennt, kann der mir mal gerne, falls er Lust hat, ein kleines Best-of zusammenschneiden. Ich glaube, da kann auch schon ein bisschen was zusammenkommen. Ich selbst habe dafür leider nicht die Zeit, dass ich sowas zusammenschneiden kann, aber derjenige, wenn er da was Ordentliches zusammenbastelt, bekommt auch auf jeden Fall eine Erwähnung und eine Verlinkung. Und ja, wie könnt ihr mir sowas einschicken, falls ihr euch da ein bisschen mit auskennt? Ja, auf der einen Seite könnt ihr mir diese Videos oder die Links zu den Videos per Twitter schicken. Momentan bin ich auch dort wieder ein bisschen aktiver. Und ja, falls ihr kein Twitter habt, könnt ihr die Videos auch einfach unter Best of Clash Games hochladen. Da werde ich dann auch mal in den nächsten Tagen mal gucken, ob da was eingereicht wurde. Und ja, das würde mich sehr freuen, wenn ich da irgendwas eingereicht bekomme, damit ich da auch euch was hier zeigen kann. Muss jetzt nicht sowas richtig Besonderes sein, so mit heftiger Bearbeitung, einfach nur irgendwas, wo man so einen kleinen Einblick von mir bekommt. Vielleicht mache ich sowas auch sogar als Kanaltrailer. Momentan habe ich da nämlich nichts Richtiges, da habe ich, glaube ich, die Anleitung zu irgendwie den unendlich Truppen oder das Tutorial dazu. Und da möchte ich auch gerne mal irgendwas Richtiges hinhaben und da, ja, könnte mal so ein kleines Best-of finden, würde mich mal freuen, wenn da irgendjemand was einreichen kann. Aber ja, nur wenn ihr euch da wirklich mit auskennt. Und ja, ich zwinge auch da jetzt irgendwie keinen zu, sich da irgendwie 20 Stunden hinzusetzen, um mir dann vernünftiges Best-of zusammenzuschneiden. Wenn ihr dazu Bock habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Aber wie gesagt, muss nur ein recht kurzes sein, also nicht unendlich lang. Und ja, im Hintergrund seht ihr jetzt gerade noch ein paar kleine Gameplays von mir. Ich mache auch gleich nochmal mit euch einen Live-Angriff. Bin jetzt momentan bei 3398 Pokalen. Hab vorhin einen Fight verloren, habt ihr gerade gesehen. Minus 27 und 49%. Den Fight zeige ich euch jetzt noch nicht, weil ich gleich noch einen kleinen Live-Angriff mit euch machen kann. Vielleicht danach nochmal, aber erstmal will ich gleich nochmal einen Live-Angriff machen. Und ja, spielen wir eben ganz kurz vor. Ich hole mir da jetzt noch mit meinem King bzw. dem Einpackers Rathaus und habe jetzt eigentlich an der Stelle noch gehofft, dass ich vielleicht noch 100% schaffe, weil hier oben leben noch zwei Packers. Hier in der Mitte der eine noch, ein paar Magier und meine Queen ist auch noch fast voll am Leben und hat auch noch ihre Ability. Aber leider ist sie jetzt auf die Clanburg gegangen und dann, aufs Goldlager und danach, glaube ich, auf eine Mauer. Also, ja, keine Ahnung, was mit der Queen los ist. Da hat sie jetzt gerade noch zwei Inferno zerstört, aber ja, hat leider nicht mehr ganz gereicht. Sie geht jetzt noch auf das Goldlager, aber da wird sie auch
dann schon fokussiert von dem einen Bogenschützenturm und da wurde sie auch leider gekillt. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal einen ganz kleinen Angriff. Ihr seht gerade nochmal eben ganz kurz hier, ich habe das Rathaus jetzt rausgestellt, weil ich finde, minus 1 in der Def oder minus 18 oder minus 7 oder minus 11, da ist minus 1 auf jeden Fall verträglich, ja, weil die meisten, ja, sind irgendwie bei 4000 Pokalen und snappen einfach mein Rathaus weg für einen Pokal und da muss ich sagen, sowas ist auf jeden Fall verträglich, ja. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal einen Gegner. Ich habe meine ganz normale Truppzusammenstellung, wie ihr mit am Start seht jetzt hier gerade und von den Zaubersprüchen habe ich zwei Wutzauber, einen Sprung, einen Frost und einen Blitz. Und ja, in der Klamburg haben wir Only Lakaien. Mal sehen, ob ich hier einen Gegner finde mit ordentlich Pokalen. Und dann würde ich sagen, wir machen mal ganz kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich, wenn ich einen Gegner gefunden habe. Bis gleich. Okay Leute, ich habe jetzt hier Rathaus 10er gefunden, etwa auf meinem Niveau. Wir probieren ihn jetzt einfach mal. Ich hoffe mal, ich verhaue den jetzt nicht, aber einfach mal gucken. Okay, hier ein Golem, da ein Golem und der geht jetzt auch, Gott sei Dank. Hier, der läuft doch leider zur Kanone. Ah, mal schauen. Der eine rennt jetzt hier schon rein, setzen wir schon mal unsere Magier hinten ran. Und dann mal gucken, hier sind jetzt welche und eine Hexe, hoffentlich erwischen wir die Hexe. Ah, knapp, haben sie leider nicht erwischt. Aber ich hoffe jetzt mal, die Magier regeln das. Ah, ich würde sagen, wir setzen mal eben ganz kurz unsere Lakaien, damit die sich um die Hexe kümmern. Kommt schon, einer muss auf die Hexe gehen. Okay, gut. Die ist down, dann setzen wir jetzt mal unsere Helden und die Packers. Hier den Sprungzauber. Wir haben jetzt leider... Nein, oh, das war gar nicht der Sprungzauber. Wir haben jetzt leider keine Golems mehr, die irgendwas wegtanken können. Aber ich hoffe trotzdem mal, dass meine Packers und die Helden mir dann noch die... Oder das Rathaus in dem Fall holen. Skelettfallen kommen jetzt auch noch. Queen geht da auf einen Bohrer, aber orientiert sich jetzt hier auch langsam zum Rathaus. Okay, das Rathaus bekommen wir auf jeden Fall. 50% sind jetzt fraglich. Aha. Hier haben wir schon mal ein totes Gebäude. Queen können wir noch zünden. Hier oben haben wir auch schon mal ein totes Gebäude. Queen kriegt da noch das Goldlager vielleicht. Oder kriegt die auch noch. Da kommt ein Tesla. Oh. Unsere Bogenschützen sind auch gar nicht mehr da. Das wird knapp. Mal gucken. Da sind leider zu viele Bogenschützentürme. Ne, da kommen leider beide Bogenschützentürme ran. Ah, schade. Es hätten auf jeden Fall 50% werden können, wenn ich am Anfang gar nicht die Golems und die Packers verschissen hätte. Aber naja, egal. Wir haben wenigstens das Rathaus bekommen und 6 bzw. 7 Pokale. Geht ja eigentlich auch. Wir sind jetzt wieder bei 3405 Pokalen. Und ja, ich würde sagen, damit beende ich das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wie gesagt, falls mir da irgendjemand ein Best-of erstellen kann, kann er es natürlich machen. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Und ich denke mal auch die Leute, die hier bei mir schon Abonnenten sind. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ihr könnt natürlich gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr es natürlich auch machen. Und dann... Ja, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.